Hi, hier mal wieder ein Deal of the Week Video von mir. Ich habe genau ein paar Sachen zusammengestellt, die ich ganz interessant fand vom Preis, die mir auch teilweise Spaß machen. Eins davon habe ich schon bestellt. Da kommt noch ein Review, wenn das Gerät da ist. Jetzt haben wir China-Wochen. Übrigens müsst ihr darauf achten, wenn ihr jetzt gerade in China was bestellen solltet, bei Gearbest und Co., habt ihr einen relativen Stau zu tun. Das liegt einfach daran, dass hier zwei Feiertagswochen in Folge bei denen sind. Und anscheinend ist es so, dass in China dann gar nicht gearbeitet wird. Also anscheinend macht da kaum noch jemand überhaupt was. Was natürlich das Problem nach sich zieht, dass jetzt trotzdem Bestellungen reingehen, da sich eine ganze Menge aufstauen wird. Und dann werden eure Bestellungen halt natürlich wahrscheinlich ziemlich am Ende stehen halt von der Bestellliste, die verpackt werden muss. Das heißt, kann sich relativ hinziehen, wenn jetzt was bestellt wird. Könnt ihr davon ausgehen, dass das Ganze vielleicht in 2 Monaten erst aufschlägt. Also, ihr müsst Zeit mitbringen, wenn ihr in China was bestellen wollt, im Moment generell. Und auch bei dem Angebot, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, das ist ein RCK, wird es wahrscheinlich eh nicht lange dauern. Vielleicht ja auch Glück, das trudelt sehr relativ schnell ein. Ich habe mein Gerät jetzt vor 4 Tagen bestellt und steht immer noch auf Bearbeiten. Bin ich jetzt gar nicht so gewohnt von Gearbest halt, aber das erklärt sich durch die Feiertage. Gut, fangen wir mal an. Ich habe hier, diese Karre habe ich mir bestellt. Ich habe mir vorher mal ein paar Reviews durchgelesen, selber erstmal gemacht, bevor ich sowas bestelle. Was bei der Karre ziemlich gut ist, halt erstmal 4WD, finde ich ganz nett. Okay, jetzt werden wahrscheinlich einige Leute sagen, halt, da sind keine Öldruckdämpfer drin. Bei dem Preis nicht machbar, denke ich mal halt. Kann man eventuell natürlich selber nachrüsten. Ganz nebenbei halt, laut Testberichten hat es dem Wagen keinen Abbruch getan, deswegen fährt ziemlich geil. Was hier gut ist, halt, die Akkus sind austauschbar. Es sind also keine proprietären Akkus halt, die wieder nur von dem eigenen Hersteller zu kriegen sind. Und dann hat man ja, muss man ja Glück haben, dass man die überhaupt noch kriegt, wenn der Hersteller das Produkt einstellt. Hier sind Akkus wechselbar. Finde ich schon mal sehr wichtig bei so einem Gerät. Der Radabstand in der Breite ist ziemlich hoch. Das heißt, sie kippen nicht so schnell. Federung, wie gesagt, ist okay, ausreichend dafür. Das Ding hat zwei Geschwindigkeitsstufen, also auch einsteigergerecht so ein bisschen. Hat aber dafür relativ viel Speed. Und die Laufzeit scheint auch okay zu sein bei dem Gerät. Ich habe mir ein Video angeguckt, halt hier das Ding lief Ewigkeiten. Oder Ewigkeiten natürlich übertrieben halt, aber der ist damit fast 15 Minuten gefahren. Das ist für so ein RTK schon ziemlich geil. Und wie gesagt, die Akkus kann man nachbestellen. Leider nicht in China. Ich habe ein Angebot gefunden, zwei Akkus für 15 Euro. Die haben auch nicht nach Deutschland versandt. Also da müsst ihr schon nach Konrad und Co. gucken. Da werdet ihr die Akkus aber auch bekommen. Natürlich für einen höheren Preis. Wie gesagt, das Angebot ist hier geil. 63 Euro kann man echt nicht meckern. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Gummipunkte gesammelt bei Gearbest. Vielleicht könnt ihr da noch was machen. Ich denke mal, da ist aber nicht mehr allzu viel zu reißen. Und ihr habt nicht mehr allzu viel Zeit. Das Ganze läuft jetzt noch 18 Stunden. Aber ob der Preis jetzt dann massiv nach oben geht, ist natürlich auch fraglich. Gut, gehen wir zum nächsten über hier. Zur First Listen stelle ich immer wieder gerne vor. Hier könnt ihr euch Musik anhören und zwar noch bevor diese Sachen halt auf dem Markt erscheinen. Auch bekannte Gruppen machen hier mit. Da findet ihr dann halt Platten, die dann erstmal so geplant sind, wo man sich aber noch nicht ganz sicher ist, wie das Feedback ist bei den Platten halt. Dann stellt man die zum Teil erstmal hier rein und ihr könnt die Sachen hier vorhören. Geiles Format, was die Seite hier anbietet. Für Leute, die interessiert sind an neuer Musik halt, glaube ich, ganz okay. Dann zum Filmabend. Heute Abend laufen wahrscheinlich ein paar Filme. Ob da was Gutes bei ist, weiß ich nicht. Was ich aber ziemlich geil fand als Film war Das Leben der anderen. Ich habe jetzt wieder keine Beschreibung drin. Warum die Seite jetzt so aufgerufen wird, weiß ich nicht. Ihr könnt ja bei dem Film natürlich hier gucken. Ich breche mal ab. Film ist in der ARD-Mediathek. Link ist natürlich wie üblich unter dem Video hier. Braucht ihr nur kopieren, einfügen und dann könnt ihr euch Das Leben der anderen reinziehen und das ohne Werbung. Finde ich schon mal ziemlich geil. Auch noch eine Möglichkeit, hier ab und zu mal was abzugreifen. Habe ich hier gefunden, halt die Seite Giveaway of the Day, könnt ihr euch eintragen. Da sind ab und zu mal ganz nette Tools bei, nicht alles unbedingt zu gebrauchen halt. Einige Sachen sind aber ganz nett. Das Spiel kann ich jetzt nicht beurteilen, aber hier ist jeden Tag, wie der Name schon sagt, eine App oder ein Programm halt umsonst zum Downloaden, was ansonsten Geld kosten würde. Wenn euch das eintragt, könnt ihr einfach mal täglich aufrufen und vielleicht findet ihr was Gescheites hier. Was auch gescheit ist im Computersektor, finde ich, die Zeitschrift CT ist so ein bisschen über den ganzen anderen Zeitschriften erhaben. Nicht ganz so voll gepumpt mit Werbung. Sehr objektiv, soweit es geht, die Berichterstattung. Man merkt also, die sind nicht gekauft, wie andere Zeitschriften das teilweise sind, meiner Meinung nach. Die haben jetzt hier ein Angebot rausgehauen: CT 5x digital lesen. Also nicht, kann man nicht digital testen, nennt sich das Ganze. Man kriegt die Zeitung.
Man kriegt da noch eine Sonderausgabe dabei. Man kann sich hier so ein Set bestellen, förmlich. Also erstmal kann man die als Gimmick bestellen, die Riesen-Enter, dass die auch wirklich funktioniert. Halte ich für Quatsch, halt, aber lustig natürlich trotzdem. Am Bluetooth-Lautsprecher, den ich nicht wirklich brauche, der ist mir zu klein, ich habe hier schon einen größeren. Bestimmt ganz witzig, wer sowas sucht, halt einen kleinen fürs Badezimmer zum Beispiel, halt, der ist mir damit wahrscheinlich ganz gut bedient. Ich brauche es wie gesagt nicht. Was mich hier mehr reizen würde, ist der 15 € Best Choice Gutschein. Da kann man sich natürlich noch ein paar Sachen halt verkaufen, 15 € halt, und kriegt dann im Prinzip ja halt seinen Kaufpreis schon wieder fast zurückerstattet. Hier ist teilweise auch noch eine Zeitschrift noch extra beigelegt, halt bei den 5 Ausgaben. Das müsste die hier sein, aber ich glaube, die ist nur, diese Zeitschrift hier, ist glaube ich nur, solange der Vorrat reicht. Kann ich mir jetzt nicht selber, kann ich das jetzt gar nicht aufrufen hier. Steht hier glaube ich nicht bei. Ja, genau, Sonderheft gratis für die ersten 500 Besteller. Doch, steht hier wohl bei. Da kriegt ihr nochmal ein Sonderheft dazu. Im Prinzip halt seid ihr auch schon bei dem Kurs hier 5x digital oder 5x CT schon ganz gut bedient. Das scheint hier doch die digitale Ausgabe zu sein. Ihr könnt aber hier umschalten auf Heft. Und dann seid ihr bei dem Heft dabei. Guter Preis. Ihr müsst natürlich bedenken, halt, wenn ihr dann da keinen Bock mehr drauf haben solltet, müsst ihr rechtzeitig kündigen. Ihr könnt so viel ich weiß hier 14-täglich kündigen. Allerdings halt, ich würde halt, wenn ich dabei bin und das Ding hier bestellt habe und will mir das mal angucken und nach 2 Ausgaben sage ich, gefällt mir nicht, würde ich sofort kündigen das Ganze. Das läuft dann noch üblicherweise aus, das Ganze. Habe ich schon gemacht. Läuft dann noch aus. Ihr kriegt dann noch die weiteren 5 Ausgaben. Müsst auch nichts zurückschicken. Und die Sache ist dann auch wirklich gekündigt. Da macht CT hier kein wirkliches Problem. Also wie gesagt, für mich die beste Computerzeitschriften überhaupt auf dem Markt, auf dem deutschen Markt hier. Und das jetzt mit einem Gimmick dabei für den Preis, da kann man nicht wirklich meckern. Auch interessant mal wieder hier, für Leute, die ein bisschen aufrüsten wollen, aber keine Knete in der Tasche haben. Ihr bekommt hier für 36 € eine 250 GB SSD, für mich halt ein halbwegs brauchbares Format. Die 128er wären mir schon wieder zu klein, für die meisten Rechner nicht wirklich ausreichend. Auch 240 sind natürlich recht klein, aber als Startplatte für Windows und Programme und dann eine normale Festplatte als Datengrab, das ist immerhin eine günstige Möglichkeit, halt sein System ein bisschen aufzurüsten. Weiter geht's hier, aufrüsten könnt ihr auf dem PC halt mit einem besseren Monitor. Hat zwar jetzt nur 24 Zoll knapp, ist allerdings halt ein IPS-Display, damit halt relativ blickwinkelstabil. Das Gerät ist auch vom Bild her, so wie ich gelesen habe, brauchbar. Ihr bekommt natürlich für 5, 6 €, 100 € kriegt ihr wesentlich bessere Monitore. Aber hier habt ihr einen Kurs von 99 €, also knapp 100er. Da habt ihr einen 24 Zoll Monitor, der brauchbar ist, halt vom Design her doch ganz ansprechend aussieht, halt. Ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen. Auch nicht viel verkehrt machen kann man hier. Ich habe von 1 und 1 habe ich auch eine Flatrate fürs Handy. Ihr habt hier eine Allnet-Flat, nicht den obersten Tarif nehmen, der ist Schwachsinn, 100 Minuten, da kommt man hinten und vorne nicht mit aus. Macht keinen Sinn. Ihr habt hier zwar nochmal ein paar Cent gespart, ist aber relativ witzlos. Was viel interessant ist der hier, 5 GB LTE und dann eine Flatrate in alle Netze. Auslandsflat, na gut, die haben auch keine großartige Möglichkeit dazu, halt, das wurde in der, vom EU-Gerichtshof förmlich aufgedrückt. Aber Auslandsflat in der EU natürlich, müsst ihr darauf achten, wenn ihr in Großbritannien seid halt im nächsten Jahr, dann ist das mit der Auslandsflat dann nicht mehr gültig, dann seid ihr wahrscheinlich euch den Arsch ab. Aber insgesamt hier ein Paket 5 GB LTE mit einer Flatrate für alle Netze. Kann man nicht meckern. Bedenken müsst ihr hier, ihr seid nicht die Ersten auf der Liste halt bei der Datenübertragungsrate halt bei so einem Tarif, der ist dafür sehr günstig. Also ist also nicht irgendwie ganz so schnell wie ein Telekom-Tarif. Aber für den Preis, was soll's. Nochmal hier was anderes, und zwar, ihr braucht ja immer ein passendes Handy auch für so einen Tarif. Ach, hier habt ihr aber einen anderen Tarif. Und zwar, ihr bezahlt ihr hier einen monatlichen Grundpreis von 26,99. Einmaliger Gerätepreis ist 49. Dafür kriegt ihr das Galaxy S9 Plus. Also die große Version, Dual-SIM-Variante und ihr kriegt eine Galaxy Watch. Ich denke, damit kann man beim Preis von 26,99 halt nicht wirklich meckern. Natürlich, dann habt ihr eine Flatrate dabei. Ihr habt ihr leider nur ein 2 GB Datenvolumen, ist ein bisschen mager. Gut, mittlerweile sind die ausgerüstet mit freiem WLAN in der Regel. Wenn man sich die Mühe macht, dann immer sich wieder anzumelden, hat man damit nicht so ganz große Probleme halt. Aber ist schon ein bisschen wenig, klar. Aber trotzdem halt, wer die Geräte hier sucht und einen Vertrag sucht, der nicht so viel kostet, der ist damit, glaube ich, ganz gut bedient. Für Android-Handys ist ja ein Android-Gerät hier.
sucht man ja immer eine Wetter-App halt. Hier gibt es eine, die recht brauchbar ist. Der Preis ist natürlich total witzlos. 21,99 wird wahrscheinlich keiner für eine Wetter-App bezahlen halt. Warum der Preis hier so hoch angesetzt ist, weiß ich nicht wirklich halt. Ihr bekommt die jetzt aber gerade umsonst. Wahrscheinlich noch ein paar Tage, müsst ihr gucken. Und die soll brauchbar sein. Ich werde sie mir herunterladen. Die Bewertungen sind bisher sehr positiv, wie ihr seht. Trotzdem, es gibt hier massenhaft Wetter-Apps auf dem Markt halt. Also wenn ihr nicht gerade die ihr braucht, weil ihr schon eins installiert habt, die ihr auf eurem Gerät habt und mit der super klarkommt, dann braucht ihr die nicht. Aber umsonst kann man die alle mal abgreifen. Nicht umsonst abgreifen kann man das hier. Und damit seid ihr 99 Cent für. Da sind auch nur 5 auf Lager von, weil der Bedarf wahrscheinlich relativ groß war. Sexy Girls Pin-Up-Kalender 2019. Wer darauf Bock hat, kann jetzt mal zugreifen. Günstiges Ding für einen schönen Pin-Up-Kalender von 2019. Okay, das war's jetzt auch schon wieder hier. Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt mal ein bisschen raus. Wetter ist ja super geworden wieder halt. Und genieße die Sonne. Ciao.